Dir fehlt es gerade an Ideen für deinen nächsten Social Media Post, deinen Blogbeitrag oder vielleicht sogar für ein komplettes Buch, das du gerne schreiben möchtest? Dann habe ich heute einen Tipp für dich. Auch dabei kann dich jetzt Canva unterstützen. Du hast es sicherlich schon gehört, gerade geht es durch aller Munde, die künstliche Intelligenz, die dich dabei unterstützen kann, wirklich Ideen zu finden, zum Beispiel für deinen Content. Ich werde dir heute zeigen, wo auch du in Canva das neue Tool Magic Write finden kannst. Das ist an sich für den deutschen Markt eigentlich noch nicht verfügbar. Ich habe aber einen kleinen Canva-Hack für dich parat, wie auch du das Ganze jetzt für dich nutzen kannst. Ich würde vorschlagen, wir loggen uns schon mal in unsere Canva-Accounts ein und dann verrate ich dir, wie auch du auf dieses neue Tool nun zurückgreifen kannst. Wir schauen uns heute mal an, wie dich Canva zum Beispiel auch bei der Content-Erstellung unterstützen kann. Also wenn du gerade mal keine Idee hast, was du für einen Content posten sollst. Es gibt die Möglichkeit, ja inzwischen auf Canva Docs zurückzugreifen und wie du dich dort registrieren kannst, um Canva Docs in der Beta-Test-Version auszutesten. Das hatte ich dir in einem Video schon mal erklärt. Ich verlinke es dir hier oben. Also registriere dich dort gerne, das ist auch kostenlos. Und dann findest du nämlich nach der Registrierung auch hier gleich auf der Startseite in Canva den Button Canva Docs. Das erste, was wir jetzt mal machen, ist, wir gehen hier auf den Button Docs und hier auf Dokument. Und dann siehst du, öffnet sich die Designoberfläche von Canva Docs. Und wenn du hier auf das Pluszeichen gehst, dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten, dein Canva Docs zu gestalten. Allerdings fehlt hier das, zusätzliche Tool Magic Write. Und zwar, das findest du leider noch nicht im deutschen Canva-Account. Es gibt hier aber einen kleinen Hack, den ich dir verraten möchte, wie auch du auf das Tool Magic Write zurückgreifen kannst und dir so wirklich von der künstlichen Intelligenz zum Beispiel eine Idee für deinen Content liefern lassen kannst. Dafür schließen wir jetzt hier einfach das Dokument nochmals, um auf die Startseite in Canva zurückzukehren. Und gehen hier oben auf das Zahnrädchen. Und bei dem Zahnrädchen findest du eben alle möglichen Einstellungen, die du in deinem Canva-Account vornehmen kannst, unter anderem auch die Sprache. Und wir verstellen das Ganze jetzt einfach mal auf die englische Sprache, denn in Englisch ist Canva Write bzw. das Tool eben entsprechend schon verfügbar und gehen dann zurück auf die Startseite. Du siehst, alles, was bisher in Deutsch hier ausgewiesen war, wird jetzt in englischer Sprache ausgewiesen. Du gehst hier auch einfach auf den Button Docs, hier auch auf das Dokument. Also genau die gleichen Schritte, die wir vorhin in einem normalen deutschsprachigen Canva-Account gemacht haben. Und das Schöne ist nämlich jetzt, wenn wir hier auf das Plus klicken, siehst du jetzt hier auf einmal das Tool Magic Write. Und das wollen wir heute eben verwenden. Wenn uns einmal die Content-Ideen ausgehen, kann das super hilfreich sein. Da klickst du hier einfach einmal drauf und schon hast du die Möglichkeit einzutippen, was dir Magic Write ausspucken soll und zu was dir hier Content erstellt werden soll. Wir könnten zum Beispiel mal sagen, wir hätten gern, weil wir immer wieder mal Zitate-Posts erstellen zu bestimmten Themen und wir haben jetzt keine neuen Zitate mehr bei der Hand, also können wir hier mal eingeben, bring mir quasi 5 Zitate zum Thema Zeitmanagement. So, und dann gehen wir einfach auf Enter. Wichtig ist, wenn du in den Hilfeartikeln bei Canva nachliest, dann wird schon auch mitgeteilt, dass quasi du maximal 200 Zeichen für deine Magic Write-Suche eingeben kannst und ausgespuckt wird quasi maximal ein Text von 500 Zeichen. Du siehst jetzt in dem Fall, wir haben eine deutsche Suchanfrage eingegeben, aber es werden uns jetzt Zitate auf Englisch rausgeschmissen. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, was du machen kannst. Es gibt zum Beispiel das Tool DeepL. Das gebe ich jetzt hier einfach mal ein. Falls du quasi diese ganzen Texte nicht selber übersetzen möchtest, dann kannst du dich zum Beispiel auch an dem Tool DeepL.com bedienen. Kannst dir einfach diese Texte hier nehmen und kopieren mit Steuerung C. Gehst in dein DeepL-Tool herein und drückst Steuerung V für kopieren und einfügen.
Und dann wird das Ganze hier, wenn du Deutsch ausgewählt hast, eben auch auf Deutsch übersetzt. Also so kannst du zum Beispiel auch einen Text, den die hier Magic Ride auf Englisch anhand deiner Suchanfrage rausgespuckt hat, schnell ins Deutsche übersetzen. Allerdings ist es auch so, habe ich festgestellt, dass du, wenn du bestimmte Suchen eingibst, wir probieren es jetzt nochmal, zum Beispiel, du bist Ernährungscoach und du hättest jetzt gerne ein Rezept, das du auf deinen Blog oder auch in einem Beitrag auf Instagram zum Beispiel bringen möchtest zum Thema vegetarische Pizza zum Beispiel oder ein vegetarisches gesundes Rezept. Und da kannst du einfach auch in die Suchanfrage eingeben, vegetarisches Rezept für ein gesundes Abendessen. So, da suchen wir jetzt einfach mal und du siehst, hier wird es auch schon entsprechend ausgewiesen. Tipp, you can use up to 200 Wörter quasi hier in deiner Anfrage. Also wenn du da mehr eingibst, funktioniert es leider nicht. Deswegen reduziere dich da wirklich drauf. So, und hier siehst du zum Beispiel, es wird sogar auf Deutsch herausgeschmissen. Also hier ist ein vegetarisches Rezept, das ein gesundes und leckeres Abendessen bietet für zwei Personen. Brate geschnittene Zwiebeln an und so weiter und so fort. Es wird hier auch ausgewiesen, 300 Gramm Zucchini, Auberginen in der Pfanne. Und es wird hier wirklich auch ein richtiges Rezept mit einer Kochanleitung erstellt. Also so kannst du dir schon mal Tipps holen und Ideen für Blogbeiträge, für Content, den du erstellst. Natürlich solltest du nicht eins zu eins es übernehmen. Schau da wirklich auch drüber. Lass deinen eigenen Content mit einfließen. Aber wenn hier wirklich mal Content-Flaute bei dir herrscht, kannst du einfach hier mal Magic Ride befragen zu einem bestimmten Thema und lässt dir hier einfach ein bisschen Content ausspucken, den du dann natürlich auch wieder weiterverwenden kannst und dazu zum Beispiel coole Rezeptposts für Instagram und so weiter erstellen kannst. Also ganz wichtig, es gibt momentan eben dieses Magic Ride offiziell noch nicht auf Deutsch. Deswegen stelle am Anfang den Account einfach auf einen englischen Canva-Account um und dann siehst du, kommen durchaus auch deutsche Ergebnisse, wenn du dann Magic Ride nutzt. Und möchtest du dann deinen Account wieder umstellen, ganz normal in einen deutschen Account, dann geh wieder auf die Startseite, geh hier auf das Einstellungsrädchen und ändere hier einfach das Ganze wieder auf Deutsch zurück. Dann dauert es einen kurzen Moment und du siehst, es werden hier die Menüpunkte und das ganze Bedienerfeld wieder ganz normal in Deutsch angezeigt. Also das ist ein kleiner Hack, wie du dich auch an Magic Ride bedienen kannst. Es gibt noch ein richtig cooles Tool für künstliche Intelligenz, das dich bei der Content-Erstellung unterstützt. Und zwar ist das das Tool Text-to-Image. Das habe ich dir auch schon mal vorgestellt in einem vorangegangenen Video. Du kannst dort eben auch eingeben, was für ein Bild dir Canva erstellen soll. Genau angeben, was du gerne für ein Bild haben möchtest. Und dann wird dir eben ein ganz individuelles Bild von einer künstlichen Intelligenz erstellt, das du dann verwenden kannst. Also schau da gerne auch bei dem Video vorbei. Noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Natürlich bestimmt die Qualität dessen, was du dort eingibst, auch was dir Canva Magic Ride auch ausspuckt. Je ausführlicher du deine Frage eingibst, den Content, den du gerne haben möchtest, umso ausführlicher wird natürlich auch die Antwort sein. Und bitte kopiere das Ganze natürlich nicht eins zu eins, sondern mach dir auch noch deine eigenen Gedanken dazu. Nütze das Ganze doch als Gedankenstütze, wenn dir einfach mal zum Beispiel kein neuer Content einfällt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hältst du von diesen ganzen neuen Tools, von dieser künstlichen Intelligenz, die dich unterstützen kann in vielerlei Hinsicht? Kommentiere gerne, hinterlass mir gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und natürlich auch gerne ein entsprechendes Abo, wenn du keine neuen Videos mehr verpassen möchtest. Ganz viel Spaß und wir hören und sehen uns nächsten Montag. Tschüss!